Sie ist in der Tat eine richtige Erfolgsstory geworden. Die Spendenplattform gutfürmünchen.de, die die Stadtsparkasse München vor 6 Jahren zusammen mit betterplace.org gegründet hat. Über 1030 Hilfsprojekte sind bereits finanziert worden und nun wird schon bald die 6-Millionen-Marke erreicht. Auf der Webseite sieht man alle gemeinnützigen Projekte, die dringend Unterstützung brauchen. Und die Fortschrittsanzeige gibt einen Überblick, wie viel schon gespendet wurde und wie viel noch fehlt. Und eins ist sicher, die Spenden kommen zu 100% bei den entsprechenden Projekten an. Denn die Stadtsparkasse München trägt die Kosten für das Betreiben dieser Spendenplattform. Und damit geht jede Spende 1:1 auch an die jeweiligen Empfänger. Und da wir jetzt kurz vor der 6. Million stehen, möchte ich auch gleich einen Aufruf an Sie, liebe Münchnerinnen und Münchner, starten, denn es fehlt nicht mehr viel. Das Motto ist deswegen, knacken wir die 6. Million. Denn es ist, glaube ich, eine schöne Geschichte, dass wir den Menschen hier in der Stadt helfen können und dass wir damit München auch ein Stück weit lebens- und liebenswerter machen können. Ob Spenden für Familien mit Kindern in Not, ob Seniorenhilfe oder Tierschutz. Auf gutfürmünchen.de findet jeder das Projekt, das er unterstützen möchte. Zweimal im Jahr macht die Stadtsparkasse München auch sogenannte Verdoppelungsaktionen. Das heißt, jede Spende, die dann für ein spezielles Projekt geleistet wird, bis zu 10.000 Euro verdoppeln wir. Also es werden dann aus 10.000 Euro 20.000 Euro. Damit geben wir den Projekten und der Finanzierung dieser Projekte einen zusätzlichen Schub. Und so haben wir jetzt in diesem Jahr bereits im März eine Verdoppelungsaktion zu der Corona-Aktion gestartet. Eine Daueraufgabe, bedürftigen Menschen in der Landeshauptstadt zu helfen, betont Stadtsparkassenchef Ralf Fleischer. Die Spendenplattform gutfürmünchen.de hat sich bewährt. Und sie soll auch in Zukunft weiterhin tatkräftig unterstützen. Ich darf Ihnen schon vorab herzlichen Dank sagen von allen Institutionen, Organisationen und Vereinen, denen Sie in der Vergangenheit geholfen haben. Und natürlich auch für alle Vereine und Organisationen, denen wir in der Zukunft noch mit ihren Spenden weiterhelfen können.